Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Brandstätter. Bitte sehr, Frau. So, vielen Dank, Herr Präsident, Frau Bundesministerin, Herr Staatssekretär. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuseher, auch zu Hause vor den Bildschirmen. Wir leben in einer Zeit voller Desinformation und Fake News. Erst kürzlich hat ein Team von Investigativjournalisten herausgefunden, dass eine israelische Firma 27 Wahlen, internationale Wahlen, manipuliert haben will. Man muss aber auch nicht sehr in die Ferne schweifen. Es reicht ein Blick nach Oberösterreich. Dort ist auf 1TV zu Hause, einer der erfolgreichsten Kanäle für Verschwörungsmythen, der auch vor kurzem sehr erfolgreich nach Deutschland expandiert ist. Ich lese einen ganz normalen Satz vor, der auf 1 existiert. Die neue Weltordnung, die immer mehr mit subtiler Gewaltandrohung von den ökokommunistischen linken Globo-Homo-Eliten durchgesetzt werden soll, beinhaltet nicht nur die Corona-Pandemie und den Klimaschwindel, sondern auch die Transgender-Ideologie. Gesendet wird übrigens, werden auch Inhalte von auf 1 auf dem steirischen Sender RTV. Bei all dem ist die FPÖ herzlich gerne immer gesehen und zu Gast. Aber es sind nur zwei von vielen Beispielen, die verdeutlichen, dass wir eine funktionierende Medienlandschaft in Österreich brauchen. Wir brauchen Qualitätsmedien, wir brauchen eine Berichterstattung, wo wir uns darauf verlassen können, dass das stimmt, was berichtet wird. Ja, und hier kommt auch Kollegin Balakowitsch dem ORF eine tragende Rolle zu. Und wir Neos, ja, wir bekennen uns auch zu einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich, wiewohl es der ORF uns wirklich nicht leicht macht. Erst gestern wurden ja gut dotierte Postenvergaben im ORF veröffentlicht. Jener Mitarbeiter, der, als er Nachrichtenchefredakteur war, gemeinsam mit dem damaligen, und das haben Sie, Herr Hafenecker, ganz klug unter den Tisch fallen lassen, mit dem damaligen FPÖ-Vizekanzler sich in Chats ausgemacht hat, diverse Postenvergaben, der musste ja seinen Posten dann räumen, aber er fällt sehr weich. Er wird nämlich Leiter des Projekts Smart Producing. Laut ORF ist das, diese Innovationsposition evaluiert im Rahmen der ORF-Strukturreform moderne, kostensenkende Produktionsmethoden sowohl für bestehende als auch künftige multimediale Programminitiativen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Job ist, aber es klingt definitiv nicht nach einer Verschlechterung. Weiteres Beispiel, der ehemalige ORF Niederösterreich-Landesdirektor, der ja Redakteure massiv unter Druck gesetzt hat, massiv für die ÖVP interveniert hat, der wechselt jetzt zu Licht ins Dunkel. Ja, und das ist auch ein gutes Stichwort, weil Licht ins Dunkel sollte es auch geben bei dem Bericht jener Kommission, die eigentlich diese ganzen Vorgänge untersucht hat. Aber der Bericht ist Geheimsache und liegt in der Generaldirektion. Sondern diese Botschaft, diese Botschaften, die sind fatal, weil das heißt, ich kann beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen, was immer ich möchte. Es hat überhaupt keine Konsequenzen. Und das ist höchst irritierend. Entschuldigen Sie, warum sollen wir den ORF, wir alle, mitfinanzieren, mit unserem Geld dieses Verhalten sponsern? Das darf einfach nicht sein. Und da beschädigt sich der ORF und jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die exzellent arbeiten jeden Tag, einfach auch massiv selbst. Aber er ist ja dabei nicht alleine. Auch unsere Regierung arbeitet hart daran, den ORF zu delegitimieren. Also die Medienministerin, Sie haben jetzt 7 Monate haben Sie gebraucht, um die Erkenntnis des VfGH mit einer Überschrift umzusetzen. Wir brauchen eine Neufinanzierung des ORF, ja, aber 7 Monate lang ist einfach nichts passiert, nichts. Ja. Das Einzige, was wir jetzt hören, ist, na, das Geld, das wächst nicht auf den Bäumen. Wir brauchen einen ORF-Rabatt. Entschuldigung, wir sind ja hier nicht bei Raabs Resterampe. Also so kann man doch einfach nicht sprechen, auch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und jetzt steht mit der Haushaltsabgabe einfach mal eine Überschrift hier im Raum. Alle weiterführenden Fragen bleiben unbeantwortet, außer dass Sie sagen, Frau Ministerin, naja, es hat so einen großen Stillstand gegeben in der Medienpolitik und Sie treten jetzt diesem Stillstand entgegen. Ich möchte da erinnern, dass Sebastian Kurz war, der von 2020 bis 2021 der zuständige Medienminister war und davor war es Blümel als Staatssekretär von 2017 bis 2019. Also ich weiß nicht, ob Sie sich gerade selbst distanzieren von dieser vorherigen Regierung. Und jetzt ist
um Kollegen Leichtfried zu zitieren, der Kollegin Nessler zitiert hat, dieser FPÖ-Antrag, ja, der ist grindig. Er ist grindig. Aber er hat einen Punkt. Liebe Kolleginnen und Kollegen von FPÖ, Sie haben ja auch einen Punkt. Es kann nicht sein, dass wir jetzt über eine ORF-Finanzierung sprechen, ohne wirklich ganz grundlegende Fragen einfach vorher zu klären. Wir müssen uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich der öffentlich-rechtliche Auftrag im Jahr 2020 und darüber hinaus, 2023 und darüber hinaus? Ja? Wie soll denn ein ORF der Zukunft aussehen? Ich möchte daran erinnern, was die Aufgabe des ORF ist. Ja? Er muss ein differenziertes Gesamtprogramm von Information, Kultur, Unterhaltung und Sport für alle anbieten. Er muss hier Vielfalt bieten, er muss die Interessen der Hörerinnen und Seher abbilden, er muss ausgewogen berichten. Das wäre mal so recht schwammig formuliert ein Kernauftrag. Aber wir müssen uns zusammensetzen, und zwar gemeinsam mit der Zivilbevölkerung und in einem ordentlichen Prozess einfach mal klären, was ist heute der Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Was soll er leisten? Was soll er können? Was ist nicht seine Aufgabe? Was können andere deutlich besser leisten? Und wir wissen einfach derzeit nicht mehr, was die Aufgabe eines Öffentlich-Rechtlichen ist. Und diese Aufgaben werden aber, also diese Fragestellungen werden ja eigentlich auch von den Verantwortlichen gemieden. Wir hören einfach nur ein Buzzword-Bingo von ihnen, und das führt dann dazu, dass totales Chaos ausbricht. Im Augenblick schreien alle nur mehr durcheinander, ja, das RSO muss erhalten bleiben. Nein, das RSO ist nur etwas für Eliten. Sport Plus muss erhalten bleiben. Nein, das braucht niemand. Es herrscht totales Chaos, es herrscht totale Verunsicherung und es herrscht maximale Beschädigung seitens der Politik auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dann haben wir aber auch im ORF einen Generaldirektor von Gnaden der ÖVP, der keine Worte formulieren vermag, warum braucht es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, warum braucht es sein Haus, der sich auch nicht hinter seine Redakteurinnen und Redakteure, hinter seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt. Es fehlt also jede ernsthafte Debatte über den ORF. Und das ist aber die Basis. Das müssen wir klären. Wir müssen den öffentlich-rechtlichen Auftrag klären. Und wenn wir das gemacht haben, dann brauchen wir eine Gremienreform. Wir müssen den ORF zwingend, umgehend und sofort entpolitisieren. Wir müssen das Anhörungsrecht der Landeshauptleute beispielsweise abschaffen. Es sitzen hier ja auch einige junge Leute. Stellt euch einmal vor, ihr bewerbt euch für einen Job. Das ist ein interessantes Gespräch, und plötzlich sitzt da der Landeshauptmann und redet ein Wörtchen mit, das ist ja völlig absurd, und fragt, na, welche Partei wählen wir denn? Passt denn das in unser Programm? Das darf einfach heute nicht mehr sein. Ja, und dann kommt hinzu, dass die Ministerin öffentlich die zukünftige Finanzierung des ORFs, nämlich mit dem Schlagwort Haushaltsabgabe, auch dem Koalitionspartner ausrichtet, ohne vorher mit ihm drüber gesprochen zu haben. Das ist natürlich auch ganz alter Stil. Gleichzeitig bleibt der ORF auch weiterhin das Inkassobüro für 7 von 9 Bundesländern mit der Länderabgabe, die es weiterhin geben soll. Also ich fasse zusammen, es bleibt alles, wie es ist. Keine Reform der Gremien. Die Medienministerin hat schon ausgerichtet, eine Gremienreform steht nicht im Regierungsübereinkommen, deshalb macht man es nicht. Ja. Es gibt keine Strategie zur Reduktion politischer Abhängigkeiten, keine Maßnahmen für ein Mindestmaß an Transparenz, keine Diskussion darüber, wie der ORF in die gesamte Medienlandschaft Österreichs passt, nichts darüber, was er kann, was er soll und was er darf. Und das ist keine Medienpolitik. Das ist Fortführung von Stillstand. Das ist eine weitere bewusste Abhängigkeit des ORFs von der Politik. Hier werden weiterhin Posten ausgedealt werden mit Sideletter. Es wird weiterhin keine Gremienreform geben. Und wir haben ja auch im ORF Menschen, die aufstehen und sich dagegen wehren. Wir haben genügend Stellungnahmen seitens des Redakteursrats. Aber das verfängt sich anscheinend nicht in der Politik. Hier agiert man planlos, und das lässt ja auch die Medienexperten und Expertinnen dieses Landes ratlos zurück. Und man fragt sich schon, was denn eigentlich das Ziel ist dieser ganzen Übung, ob hier nicht einfach der ORF weiterhin geschwächt werden soll, der Generaldirektor sturmreif geschossen werden soll, und dann hat man einfach noch mehr Durchgriffsrecht im Öffentlich-Rechtlichen. Und das gilt auch zu verhindern.